Und unser nächster Speaker ist auch ein Kollege vom Schildauer Kreis. Er ist Heilpädagoge und Hochschuldozent. Und einer der wenigen, die aktiv im Bereich der Jugendhilfe sind, aber trotzdem mit Cannabis-Expertise statt Desinformation punkten. Bitte einen ganz großen Applaus für Patrick Wert. Schönen guten Tag zusammen. Ja, liebe Menschen, ich freue mich hier heute zum ersten Mal auf so einer Demonstration oder so einer Feier, die wir ja heute haben, reden zu können. Und muss das tun zum Thema, ich habe gestern Abend noch zu Hause gesessen und überlegt, naja, machst du das denn eigentlich wirklich? Ich möchte mit euch über Kinder- und Jugendschutz reden. Und ihr wisst, die Begriffe Kinder- und Jugendschutz sind in der Debatte um die Cannabis-Inkriminalisierung, völlig instrumentalisiert worden. Ihr habt mitbekommen, gerade die konservativen Parteien setzen den Begriff Jugendschutz, Kinderschutz so gezielt ein, um eigentlich das, was jetzt wirklich Kinder- und Jugendschutz bedeutet im Zuge des Cannabis-Gesetzes, völlig zu diskreditieren. Jugendschutz bei Konservativen heißt, wir bauen so eine kleine traurige Holzkiste in der Einkaufsstraße, schütten da Sand rein, kippen da ein bisschen Rindenmulch drumrum und dann ist das ein Spielplatz. Für Kinder. Toll. Kinder brauchen Spielplätze, das wissen wir. Das wissen wir aus Untersuchungen. Ich bin im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe seit vielen Jahren auch wissenschaftlich tätig. Das ist die Interpretation von Jugendschutz. Das ist die Interpretation von für die Kinder etwas tun. Ein Sandkasten, der wahrscheinlich primär irgendwelchen Katzen als Spa-Bereich dienen wird und weniger Kindern zum Spielen. Der 16. Kinder- und Jugendbericht ist erschienen im Jahr 2020 und trug den Titel Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter. Denn ja, auch demokratische Bildung ist ein zentraler Aspekt von Jugendschutz und von Kinderschutz. Ich möchte doch wissen, womit ich mich auseinandersetze. Dieser wird derartig interpretiert, dass weiterhin gerade über soziale Medien an Jugendliche adressiert, Fake News verbreitet werden, Desinformation verbreitet wird, von Cannabis weiter das Märchen der Einstiegsdroge erzählt wird, das Ganze auf Kanälen von Polizeiwerkstätten völlig unkritisch, völlig unreflektiert verbreitet wird. Und eine dritte Sache oder eine weitere Sache ist mir noch sehr wichtig, die ich ansprechen möchte. Ich habe eine Zahl euch mitgebracht und das ist in der Tat keine schöne Zahl, aber eine Zahl, die mich sehr beschäftigt. Laut polizeilicher Kriminalstatistik gab es im Jahr 2022 16.375 Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Das sind 5,5% mehr als im Vorjahr. Insgesamt gab es 18.497 Kinder Opfer von sexualisierter Gewalt. Nun gucke ich in Social Media und in der Debatte um eine Entkriminalisierung von Cannabis wird ins Feld geführt, dass das ja von der Logik her genauso wäre, als würde man Kinderpornografie legalisieren. Das wird schamlos bei diesen Zahlen und einem so ernsten Thema in Medienkanäle reingerotzt von Politikern, übrigens Politikern der sogenannten Legalisierungsparteien. Ihr kennt sie, die Legalisierungsparteien. Kinderschutz wird also und Jugendschutz wird als Kampfbegriff missbraucht, degradiert und politisch instrumentalisiert und zu einer hohlen Phrase. Das, was wir in der Cannabis-Debatte bis hierhin unter Kinder- und Jugendschutz diskutiert haben, das hat mit Kinder- und Jugendschutz rein gar nichts mehr zu tun. Steffen hat so schön in seiner Rede hier am Eingang gesagt, also zum Auftakt, ihr alle seid Eltern und Kinder. Wer von euch ist Eltern? Wer von euch ist ein Kind? Oder wer von euch sind Kinder? Würdet ihr denken, dass Eltern, nur weil sie Cannabis konsumieren, nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu erziehen, schlechte Vorbilder zu sein, gar einen Anlass zu geben, eine Kindeswohlgefährdungsmeldung beim Jugendamt abzusetzen? Nein. Und das ist auch fachlich Blödsinn.
Ich bilde seit Jahren Kinderschutzfachkräfte aus, die in Kinderschutzfällen unterwegs sind. Und keine dieser Fachkräfte würde sagen, nur weil ein Elternteil Cannabis konsumiert, liegt hier eine Gefährdung des Kindeswohls vor. Mir wird schlecht, wenn sowas verbreitet wird. Und dann auch noch eine Verantwortung, die im Rahmen einer Behörde liegt, die sowieso schon leider Gottes nicht den besten Ruf hat in der Gesellschaft, nämlich bei den Jugendämtern. Wir sind nicht die Bösen. Die Fachkräfte sind nicht die Bösen. Und dann stellt Herr Lauterbach sich hin bei einem Townhall-Meeting. Ihr könnt das nachgucken, ist auf YouTube. Soll ja so Leute geben bei so Reden, die sagen, viele Studien sagen, und diese Studien, die kriegt ihr nie zu Gesicht oder erfahrt nie davon, sagt Herr Lauterbach, wie ist das eigentlich, auf die Frage eines Schülers, wie ist das eigentlich, wenn Eltern in Gegenwart ihrer Kinder kiffen? Und dann sagt Herr Lauterbach fast mit erhobenem Zeigefinger, dann wird das Jugendamt eingeschaltet und dann kann es für die Eltern sehr unangenehm sein. Nein, Herr Lauterbach, die Jugendämter sind nicht die verlängerten Arme der Polizei in das Elternhaus. Und so will keiner von uns behandelt und degradiert werden. Und nein, Herr Holecek, wir sind auch nicht Ihre geheime Streitkraft, die jetzt, sobald eine der besagten Katzenklo-Sandkästen irgendwo platziert wird, auflaufen und anfangen, Kinder in Obhut zu nehmen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und nein, Herr Lauterbach, wir werden Steffen nicht Kinder und Jugendliche zwangstherapieren. Niemand von uns wird das tun. Und ich bin froh, dass es mittlerweile eine relativ große Gemeinschaft gibt, eine relativ große Gemeinschaft von Fachkräften, die die Haltung haben, die auch ich vertrete in diesen Zusammenhängen. Und sie wird größer. Wichtig ist, dass wir weiter daran arbeiten und uns weiter dafür stark machen, dass klar wird, auch bei Fachkräften im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe immer mehr klar wird, nein, Menschen, die Cannabis konsumieren, sind nicht die Bösen. Sie sind nicht böse, sie sind nicht schlechter. Ja, und ich bin froh, dass sich diese Märchen und diese Gerüchte, die bösen BTM-Eltern, langsam doch ausschleichen. Wir werden noch eine Menge Arbeit in dem Bereich vor uns haben, fraglos. Ich versuche meinen Beitrag dadurch zu leisten, dass ich das Thema Cannabiskonsum und Kinderschutz immer in der Lehre habe, immer mit Studierenden diskutiere, ehrlich mit Studierenden diskutiere, mit Studierenden, die zum Beispiel wissen, dass ein Rainer Thomasius kein Wissenschaftler ist, der einen wissenschaftlichen Diskurs führt. Kein Mensch ist, der seine Quellen offenlegt. Kein Mensch ist, der das, was er da sagt, auch wissenschaftlich belegen kann. Kein Mensch ist, der intensiv in dem Bereich forscht. Damit möchte ich eigentlich schon ein bisschen schließen. Vielen Dank, dass ich hier ein bisschen was sagen durfte. Vielen Dank, dass ich hier auch mal als Sozialwissenschaftler reden durfte. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Habt viel Spaß. Vielen Dank, Patrick Wert. Ganz großen Applaus.